Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time. So, und jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen, denn noch bei Tage zum Marktplatz zu kommen und damit später zum Schloss ist noch ziemlich schwierig, weil es nämlich jetzt gleich Nacht wird. Nicht wundern, ich war in der Zwischenzeit mal nochmal im Dekobaum drin und habe mal noch ein paar Rubine geholt und meinen Vorrat an Deko-Nüssen, Deko-Stäben und so weiter ein bisschen aufgestockt. So, und mir scheint, das wird wieder sauknapp, wie immer. Ich hab's aber geschafft. So, und jetzt habe ich mal Zeit, den Mauszeiger hier Mausbild rauszubewegen. So, das erste, was ich hier jetzt machen kann, weil gerade Nacht ist, hier laufen nämlich immer ein paar Hunde durch die Gegend. Und einer davon ist Richard. Nämlich der hier dahinter, hinter diesem Tresen. Und da gibt's nämlich hier eine Dame, die vermisst ihren Richard. So, und den schaffen wir jetzt zu der Dame hin. Aber dummerweise ist es nun gerade der falsche Hund hier. So, das heißt, wir gehen nochmal raus. Und blöderweise folgt uns der Hund. Na, das ist natürlich jetzt wieder schön. Prima Vorführeffekt, kann ich dazu nur sagen. Sehen wir im Prinzip das, was ich euch eigentlich später erst zeigen wollte, nämlich das Schloss, aber gut. So, nochmal zurück. Und diesmal ohne diesen blöden braunen Hund da zu nehmen. So, der Weiße hier, das ist Richard. So, jetzt hammern. Das ist gut. Und jetzt geht's hier hinten rein, in diese Seitengasse. Hier gibt es genug Hunde, also wenn man da wirklich das mit jedem macht, da braucht man ewig. Man sollte sich schon merken, welcher das dann ist. So, und warum habe ich mich hier verklemmt? Hallo, wo geht's denn weiter? Also irgendwie habe ich mich hier hinten verklemmt. Ah, jetzt, okay. Ja, hier rein. Und wo ist denn jetzt der Hund wieder hin? Oh Leute, nee. Soll ich den Part nochmal anfangen? Das ist doch nervig. Der Hund war die ganze Zeit hinter mir und plötzlich ist er weg. Was soll denn der Quatsch? Also nochmal bitte. Das hier ist der Richard. Kommst du her? Na also, es geht doch. Das gibt's nicht. So, hier rein bitte in die Gasse. Und in dieses Haus hier rein. Und dort ist die alte Dame. Und die freut sich natürlich, dass sie ihren Hund wieder hat und schenkt uns wieder mal ein Viertelherz. So, endlich der Scheiß vorbei hier. So, dann haben wir ja hier ein Mädchen singen gehört. Da wollen wir gleich mal hingehen und fragen, wer das ist und warum die nur hier gerade so komisch singt. Okay, die ist einfach wieder weg, gut. Also, war jetzt von der Reihenfolge ein bisschen blöd. Das ist Marlon. Und die ist vergeblich auf der Suche, ihren Vater zu suchen. Und hier ist wieder der Uhu.
wirst deine Worte nicht wiederholen. So, nun hau ab. So, gut. Das hat aber auch seine Vorteile, denn dadurch, dass Marlon jetzt schon hier steht, müssen wir nicht nochmal zweimal zum Schloss, sondern nur einmal. Mysteriöses Ei. Mhm. Okay. Ja, dass man das wieder irgendwo hinlegen kann, ist ja irgendwie logisch, ne? So. Also wie gesagt, das ist jetzt sehr vorteilhaft, denn ich muss jetzt bloß einmal zum Schloss. Normalerweise geht man nämlich zum Schloss, dort findet man den Vater, der schläft, und dann geht man hier zurück. So, der Weg zum Schloss ist jetzt ein bisschen weit und ein bisschen nervig. Die Wachen dürfen mich nicht sehen, da kann ich ein bisschen was erzählen. Also, hier hinten ist ein Steinblock, da kommen wir später hin. Wir müssen jetzt hier lang. Also, das ist jetzt mein viertes Let's Play. Ich habe schon drei andere Let's Plays gemacht. Mein erstes, das war eigentlich bloß ein Test-Let's Play und war deswegen auch ziemlich kurz. Da habe ich Super Mario Advance 2 gespielt, oder 4, weiß ich jetzt gar nicht. Das zweite war für den Game Boy, das Super Mario Land 2. Und das dritte und eigentlich wirklich, ich sag mal, vernünftiges Let's Play, das war dann zu Super Mario 64. Finde ich persönlich sehr gut geworden und habe auch schon positive Feedbacks bekommen. Das freut mich natürlich sehr, wenn es dann auch tatsächlich Leute gibt, die sich das anschauen und gut finden. Ja, das ist jetzt mein viertes Projekt. Das ist auch in etwa so wie Super Mario 64. Vielleicht sogar noch ein Stück länger. Ja, und mal sehen, wie das so wird. Es fängt ja eigentlich recht gut an, muss man sagen. Auch wenn das jetzt ein bisschen blöd war mit dem Hund, aber naja, sowas passiert. So, dadurch, dass jetzt Tag geworden ist, ist natürlich jetzt ein Küken geschlüpft und damit können wir die Schlafmütze hier aufwachen oder aufwecken. So, jetzt sagen wir dem das natürlich, ne, dass seine Tochter oder Onkel oder wer es jetzt war, weiß ich jetzt nicht, den vermisst und da wird er jetzt sich sofort aufmachen. Zurück zur London Farm und dort dann halt wieder seinen normalen Job nachgehen und nicht einfach hier vorm Schloss sitzen und schlafen. So, schöner Grafikfehler unten. Sehr schön. So, hier befinden sich ein paar Kisten, die müssen wir natürlich hier verschieben, wie das halt immer so ist bei irgendwelchen mysteriösen Kisten. Sollte man also immer mal schauen, wo irgendwo Kisten sind, da gibt es meistens irgendein Geheimnis, was man lüften kann. Ja Leute, ihr werdet es mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe das alles schon mal gemacht hier. Und eigentlich auch das gleiche erzählt, nur leider habe ich dann gemerkt, dass mein Mikrofon noch aus war. Und ja. Deswegen durfte ich jetzt alles nochmal machen. Das ist natürlich immer eine Freude. Aber naja. Für euch macht es ja jetzt keinen Unterschied. So. Jetzt haben wir die Kisten hier gestapelt. Und jetzt kommen wir mit einem kleinen Sprung hier rüber. Und können hier reinkriechen. So,
Und die Wachen hier, die dürfen mich natürlich nicht sehen. Oh, das war knapp. Ja, das finde ich eigentlich ganz lustig gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch ja Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Da gibt es auch so was Ähnliches mit den Wachen. Und dort ist es aber ziemlich blöd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist es eigentlich ganz cool. So, nun hau ab, genau, so, und jetzt können wir hier lang. So, das kann man auch schaffen, da kann man sich hier die ganze Rubine holen, aber habe ich jetzt keine Lust dazu. Weil wenn sie mich erwischen, bedeutet das für mich und natürlich dann auch für euch wieder Wartezeit und das ist natürlich dann wieder blöd. So, das ist genauso blöd, dass ich hier runtergefallen bin, da gehe ich halt doch hier vorne lang. So, und wenn ich aber auf die Zeit schaue, sehe ich schon wieder, dass es ein bisschen knapp wird. Ich werde deshalb meinen Part jetzt mal beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Also dann, ciao Leute!